immer samstags nach Aschermittwoch. Auf den Tag freuen sich besonders die Feuerwehrleute an der Mosel. Denn wenn es Nacht wird, dürfen sie selbst mal ein großes Feuer machen. Dank der alten Römer. Die sollen damals schon das Burgbrennen zelebriert haben. Eine wilde Vorfrühlingsfeuersbrunst, die einmal im Jahr durch ganz Luxemburg fegt. Es geht darum, die bösen Geister des Winters zu vertreiben. Mit dem Burgbrennen werden die kalten Temperaturen vertrieben. Und danach kann es dann so langsam losgehen mit dem Frühling. Der Frühling kommt meist recht früh ins warme Tal der Obermosel, dort, wo sich die Grenzen von Deutschland, Luxemburg und Frankreich treffen. Und er kommt gleich mit Korkenknall. Denn bevor es noch richtig anfängt zu grünen und zu blühen, wird der frische Wein vom letzten Jahr zum ersten Mal verkostet. Man trifft auf weinselige und auf sangeslustige Wanderer. Verwunschene Moselschlösser entpuppen sich als hippe Modelocations. Und die ganz jungen Moselhüpfer sind spätestens ab Mai gar nicht mehr einzukriegen. Bleibt noch die Frage, haben die feurigen Römer an der Mosel etwa auch noch das Rad erfunden? Für Feuerwehrmann und Moselwinzer Frank Schumacher bedeutet der Frühling vor allem eins. Die Arbeit im Weinberg geht wieder los. Wir sind jetzt dabei zu biegen. Das heißt, wir befestigen das alte Fruchtholz hier am Drahtrahmen. Das heißt, die jungen Triebe, die jetzt aus den einzelnen Knospen wachsen, die werden dann im Drahtrahmen verteilt. Und jetzt mit dem Austrieb, dann weiß man, dass der neue Wein heranwachsen wird. Ne? Aber wie er wird und ob er was wird, das weiß man jetzt nicht. Das weiß man natürlich nicht. Ne? Wir haben jetzt die Gefahr des Frostes, wir haben die Gefahr, dass im Mai immer öfters schwere Unwetter haben. Und ja, wir hoffen halt immer das Beste. Der heilige Donatus, Herr über Blitz und Donner, wird's schon richten. Noch ist alles ziemlich wintergrau im späten März. Das junge Grün hat es schwer gegen die Trockenheit und den nächtlichen Bodenfrost. Womit könnte man ihn denn locken, den scheuen Lenz? Das Leben ist manchmal so trist, besonders jetzt nach dem Winter. Und dann ein paar Farbtupfern, die sind ganz toll dann. Millie Mack versucht es mit kräftigen Farbtupfern auf Glas. Hier oben ist es im Prinzip 3 Wochen später, dass das alles blüht. Deshalb bepflanzt sie den großen Garten hoch über dem Moseltal bei Remmerschen erstmal mit Dutzenden ihrer bunten Glasblüten. Zuerst blüht es unten. Das sehen wir bei den Nachbarn. Da blühen schon Magnolienbäume früher und die Pfingstrosen. Und das alles kommt dann erst später nach. Wenn die Frühlingssonne das alles zum Leuchten bringt, fällt das Warten auf die echten Magnolien und Pfingstrosen nur noch halb so schwer. Ach ja, die radelnden Römer. Natürlich kamen die damals nicht mit dem Velo über die Alpen, sondern per Pedis und zu Pferde. Der Radweg Velo Romanum von heute verbindet hier an der oberen Mosel die ehemaligen Straßen, Villen und Kultstätten der Römer miteinander. Die Villa Borg auf der deutschen Seite ist der Nachbau eines typischen Landgutes aus gallorömischer Zeit. Diese beiden Römer kommen aus Luxemburg, Mark und Zschuke, zu Besuch
auf der alljährlichen historischen Frühjahrsmesse in der Villa Borg. Hier gibt's alles, was der Römer von heute so braucht, zum Beispiel neue Schuhe. Mark mimt nämlich einen römischen Straßeninspektor. Und der ist viel zu Fuß unterwegs. Sie haben genagelt gesagt, da sind doch keine Nägel drin. Und, kann man so? Und zieht sich natürlich nicht gleich jeden Schuh an. Auch Zuke braucht was Handfestes für Haus und Garten. Sie ist eine Matrone, also die Chefin eines solchen Landgutes. Fragt sich jetzt nur noch, ja, wann kommt er denn endlich, der Frühling? Zwei, drei warme Tage im April und schon steht die Mosel in einem Meer von Blüten. Auch auf der anderen, der saarländischen Seite, wird kräftig im Weinberg geackert und gewerkelt. Das ist Friederik Theiß, Wirt und Weinkenner aus Perl. Und das Willi Ollinger, Biowinzer aus Perl. Wir sind gerade dabei, den Traubentrester, also das, was übrig bleibt beim Keltern, in die Weinberge zu bringen. Wir haben das auf einem Haufen jetzt über den Winter kompostiert. Und diese wertvollen Nährstoffe, die jetzt noch in diesem Kompost drin sind, die bringen wir jetzt in den Weinberg aus, sodass quasi ein Teil des Entzugs der Nährstoffe aus dem Boden wieder zurückgeführt werden zu den Pflanzen und in diesem Jahr dann wieder zur Humusbildung, aber auch zur Nährstoffversorgung dienen. Und wonach gräbt Frederik da auf allen Vieren? Das ist der Löwenzahn oder wie wir hier im Saarland sagen, der Bettsächer. Und das ist einfach eine Pflanze, eine Wildpflanze, die man so als Salat eigentlich essen kann. Sehr wohlschmeckend, hat auch sehr viele gesunde Eigenschaften. Wir haben zum Beispiel im Moment ein Menü mit Pesto oder man kann das auch als Spinat machen. Der Freddy und der Willi ziehen am gleichen Strang. Beide wollen Gutes und Natürliches aus dem eigenen Land auftischen. Zuallererst natürlich einen anständigen Moselwein. Der hat Anfang April seinen ersten großen Auftritt im Jahr. Aber doch nicht etwa in einer Schule. Doch, doch, im Schengen-Lyzeum von Perl. Wo Kinder aus dem Saarland, Luxemburg und Lothringen zusammen die Schulbank drücken, fliegen ein Wochenende lang reihenweise die Korken aus den Flaschen. Beim großen Proof-Tag. Da werden zum ersten Mal die neuen Weine des letzten Jahrgangs verkostet. Alte und junge Weinzähne schmecken sich durch das Angebot der saarländischen Moselwinzer, die alle in der Gemeinde Perl zu Hause sind. Und die armen Weinköniginnen? Müssen die auch Wein trinken? Ohne Ende? Was sollte, ja. Sieht immer blöd aus, wenn man mit Cola oder Sprudel da rumrennt, gell? Na denn, Prost. Mittlerweile trinke ich ganz gerne, muss ich sagen. Aber davor, gut, da war man noch jünger, Wein. Aber jetzt? Auch Freddy Theiß pröbelt sich munter durch den neuen Jahrgang. Als Wirt und Sommelier eines Restaurants mit eigener Vinothek muss er ja immer auf dem Laufenden sein. Jeder Winzer hat so seine Richtung. Ne? Und wenn man das dann ein paar Jahre verfolgt hat, dann weiß man auch, wie jeder Winzer arbeitet. Und dann gehe ich halt von Jahr zu Jahr hin und probiere noch mal ein bisschen. Und dann sieht man, wo das Jahr hingeht. Jedes Jahr ist anders. Das ist auch das Schöne am Wein, dass er halt nicht jedes Jahr gleich ist. Auffallend? Viel junges Volk, nicht nur vor, auch hinter den Theken. Da probt schon die nächste Winzergeneration. Auch Willi Ollinger ist stolz, dass Sohn Simon den Betrieb mal übernehmen wird. Er studiert Weinbau und Önologie im vierten Semester. Es hat Phasen gegeben, wo ich gedacht habe, ich mache jeden Beruf, aber nicht diesen irgendwie, wobei ich gedacht habe, immer hier, immer ständig irgendwas anderes und hier und da. Aber wenn man sich jetzt, wenn man ein bisschen älter wird, mal ernsthaft sich Gedanken macht über Was hat den Kick gegeben? Ist da was passiert? Einfach wie vielfältig der Beruf ist und wie viel verschiedene Sachen man macht. Man ist draußen, man hat mit Natur zu tun, mit Pflanzen, man hat mit Menschen zu tun, man hat Kundenkontakt logischerweise. Gleichzeitig ist man im Keller und arbeitet mit man arbeitet an so einem kostbaren Lebensmittel einfach, was so vielfältig ist und hat dann den Trinkgenuss noch dabei. Lernt man das zu Hause oder wie kommt das, dass man auch ein Gespür für den Wein kriegt? Das kommt, äh, das
kommt von Kind auf, denke ich. Angeboren. Das ist angeboren, ja. Ja, aber ich muss dazu sagen, die waren auch schon zur Zeit, wo sie aufs Gymnasium gingen, in kleine Gruppen, so die Jungs, die dann auch mal bei uns zu Hause waren, haben sich immer für Wein interessiert, sind auf Weinfeste gegangen. Also nicht nur, dass sie dann hingingen und haben dann Bier gezecht, wie es in dem Alter halt oft üblich ist, sondern haben sich konkret an den Weinstand gestellt und haben darüber diskutiert. Das habe ich also schon sehr, sehr früh bewundert, weil das in meinem Alter nicht der Fall war. Das Dreiländereck an der Mosel. Tiefste, gemütliche Provinz. Mit einem Hauch von großer, weiter Welt, der vor allem aus der kleinen Europametropole Luxemburg rüberweht. Ein altes Bauernhaus in Perl. Da sieht und spürt man gleich, hier wohnt jemand, der schon was von der Welt gesehen und manches mitgebracht hat. Der Luxemburger Jean-Jacques Elter und seine italienische Frau Rosa sind jahrelang durch die Welt gereist. Vor 10 Jahren aber sesshaft geworden an der Mosel. In ihrem Gästehaus begrüßen sie jetzt Menschen aus aller Herren Länder. It's a nice place to just. Ein schöner Ort, um ein paar Tage zu entspannen, zwischen den Weinbergen da draußen. Ich mag das sehr. Masseria Rosa dei Venti, Haus Windrose, nennen Rosa und Jean-Jacques ihre weltläufige Herberge. Ich bin Ungar aus Transsilvanien, aus Rumänien. Ich komme in dieser Gegend Europas und es ist schon ähnlich. Man spricht 3-4 Sprachen und es gibt mehrere Kulturen, die so zusammen sich treffen und ich finde das fantastisch. Für Chaba und José war die Masseria auch der Einstieg in ihre neue Heimat Luxemburg. Die Welt ist groß, sage ich mir auch. Und ich meine, wir sind alle beide ein bisschen Weltbummler gewesen und ich glaube, das verlierst du nie ganz. Und deshalb sind die Gästezimmer und Appartements der Windrose keine einfachen Schlaf-, sondern exotische Traumzimmer. Wir kamen ja auf die Idee, weil wir einfach ein großes Haus haben. Ne? Und irgendwo haben wir uns gedacht, da müssen wir doch was machen. Ne? Und wir wollten, dass die Leute mit uns reisen, hier in diesem Haus. Und ich glaube, das klappt ja auch. Wir reisen durch die Leute und die Leute wollen irgendwie unsere Reisen auch in dem Haus hier wiederfinden. Jeder auf seine Art. Ne? Und irgendwann werden wohl auch Rosa und Jean-Jacques weiterziehen. Wieder raus in die Welt. Wir begrüßen hier an der Maimühle zu unserer Wanderung heute in die Weinberge. Diese Wandergruppe plant nur einen kleinen Sprung über die Grenze. Eine Weinbergwanderung von Perl rüber nach Schengen. Auch Jean-Jacques ist mit dabei, ausgerüstet mit dem wichtigsten Utensil dieses Ausflugs, einem Probiergläschen zum Umhängen. Friederik Theiss, Wirt des Gasthauses Maimühle, ist der fachkundige Führer. Erstmal rauf auf die vielbefahrene Moselbrücke, die Perl mit Schengen, Deutschland mit Luxemburg verbindet. Auf der Luxemburger Seite geht's quer durch die Weinberge von Schengen ins Winzerdorf Windringen. Das so oft genannte, weltbekannte Schengen ist ein kleines, beschauliches Dorf, berühmt geworden durch das Schengener Abkommen. 1986 wurde es hier unterzeichnet. Längst ist es zum Symbol geworden für die Reisefreiheit in ganz Europa. Im Schlosspark am Moselufer trifft man Touristen aus aller Welt. Hier lädt auch Friederik Theiss zur ersten kleinen Weinprobe. Dem Geiste des Ortes gemäß mit einem Riesling der Charta Schengen Prestige. Einem Gemeinschaftswerk von Winzern aus allen drei Ländern hier an der Mosel. Qualitätsregeln erfüllt. Und in Luxemburg ist es jetzt so, da haben wir dann auch. Den Wein hat er, gut gekühlt, aus dem Rucksack geholt. Wie auch die feinen, selbstgemachten Snacks, die es zur Weinbegleitung gibt. Zum Beispiel das frische saarländische Grünzeug aus dem Weinberg. Vor ein paar Wochen waren wir noch im Weinberg, den Bettsecher suchen, den Löwenzahnsalat. Und das ist ja das Erste, was so im Jahr aus dem Garten oder aus der Wildnis eigentlich kommt. Dann haben wir hier ein Pesto gemacht. Pesto kennt man ja aus der mediterranen Küche. Da wird es mit Basilikum gemacht und wir haben das jetzt einfach ein bisschen abgewandelt. Da kommen dann auch Pinienkerne rein, Olivenöl, noch ein paar andere Kräuter. Und statt dem Basilikum haben wir jetzt aber den Bettsecher genommen. Das gibt dann natürlich eine ganz eigene. Bettsecher, lateinisch Taraxacum officinale, auch am Römerradweg wächst er überreichlich. Der Herr Straßeninspektor und seine Matrone strampeln sich ganz schön ab.
hoch zu einem der schönsten Aussichtspunkte über der Mosel. Einem römischen Grabmal mitten im Weinberg. Das ist eine schöne Sicht hier. Ja, wunderschön. Ja, die Sicht, das ist schon der erste Punkt. Die Römer hatten diesen Blick in die Landschaft mitgebracht. Das war bei den Kelten eigentlich kein Punkt. Die Kelten hatten diese praktischen langen Häuser, die warm hielten, keine Fenster, fast keine. Und die Römer brachten diese stattliche Bauweise eigentlich ins Land. Das waren Ausblicke, das war der Blick nach Süden. Das haben die aus Rom mitgebracht. Das ist eine ganz andere Landschaft dort. Und das würden wir den Gästen auch irgendwie vermitteln. Es soll auch Feuerzeichen geben zwischen den einzelnen Gebäuden, sodass zumindest an Abenden das möglich war, dass man kommunizierte mit diesen Mitteln. Der Saarländer Lothar Wilhelm ist sowas wie der Coach der Luxemburger Römer. Er kennt sich gut aus in der Geschichte der Region und kann toll erzählen. Das sollen später dann auch Mark und Zuke tun, wenn sie ihre Gäste durch das Land an der Mosel führen. Ja, das ist also der römische Kletterstein. Und auch zum Thema Wein weiß Wilhelm Ungewöhnliches. Man muss sich vorstellen, dass Wein auch verbessert wurde, in Anführungszeichen, zum Beispiel mit Asche oder auch mal mit Urin. Das süßt ganz unheimlich. Also es war nicht das Getränk, das wir heute kennen. Ja. Aber die römische Küche, die hier ankam, die war natürlich für die Elite, aber dann ich auserlesen. Also Sterneküche unbedingt. Lebensmittel sehr frisch, Slow-Food-Philosophie. Die Fische kamen lebendig in großen Karren über die Alpen. Natürlich nicht für jedermann, ja. Aber wenn die zubereitet wurden, dann war das ein Riesenfest. Da spielte Musik eine Rolle, da spielte Literatur eine Rolle, da wurde gelesen, da wurde gespeist, lange, ausgiebig und wahrscheinlich auch etwas frivol. Und so frivolig kann es doch ruhig weitergehen an der Mosel. Mit Wein, Weib und Gesang. Dazu noch eine schöne Wanderung mit Camille Kerger. Der kriegt das alles gut unter einen Hut. Leichtfüßig und stimmgewaltig. Dahinter steckt eigentlich das, was ich beruflich mache, mit dem zu kombinieren, was ich in meiner Freizeit gerne mache. Das heißt Wandern. Und da ich mich ja im Singen im Allgemeinen kümmere, lag es auf der Hand, das zu kombinieren. Das heißt Wandern und Singen. In der Natur oder thematisch zu verschiedenen Gelegenheiten, zu verschiedenen Wegen, architektonisch oder was immer man will. Und es wird unterwegs auch mehrsprachig gesungen, wie das im Dreiländereck so üblich ist. 4 bis 5 Mal im Jahr lädt Camille Kerger ein zu Sing by Food. Nicht nur an die Mosel, auch in andere schöne Gegenden Luxemburgs. Jeder kann mitwandern, wenn er gut zu Fuß und ein bisschen musikalisch ist. Das ist ja das Schöne an der Sache, es ist wirklich querbeet. Ich habe heute gesehen, wir haben 3 oder 4 Italiener, einen Serben, Luxemburger natürlich, Deutsche. Letztes Mal in Fianten gab es einen Richter aus Arlon, der sehr an Kino interessiert ist, hat diskutiert mit einem Polizeikommissar aus Bonn. Und es ist ja eben nicht nur die Wanderung, es ist nicht nur das Singen, es ist auch das soziale Zusammenkommen, das etwas zusammen erleben, das sich austauschen, was mich natürlich fasziniert. Ein bisschen wandern, ein bisschen singen und zwischendurch ein bisschen rasten. Und dabei erst mal weitersingen, bis die Würstchen gar sind. Serviert von freundlichen Helfern aus dem lokalen Tourismusbüro. Und nach dem Kaffee geht's dann auf die Schlussetappe. Nein, nicht zu diesen jungen Hüpfern auf der Mosel. Mit denen kann sowieso keiner mithalten. Das sind auch ganz besondere Hüpfer. Keine Wasserskifahrer, sondern Wakeboarder. Und was bitte ist der Unterschied? Wenn man in der Luft ist, man kann so viele verschiedene Sachen machen. Man kann Überschläge machen, Drehungen und all das. Und beim Wasserski fährt man halt immer hin und her. Ah ja.
Gut, wie war die erste Fahrt dieses Jahr? Sehr gut. War es da noch kalt? Sehr kalt, ja. Wann fängt ihr die Saison an, so ungefähr? Normalerweise so den 1. Mai. Und wenn das Wetter früher passt, dann auch früher. Pünktlich mit den Wakeboardern fangen im Mai auch wieder die Frösche an zu hüpfen und zu quaken. Ihr Revier ist das Naturschutzgebiet Hafrämich bei Schengen. Da gibt's auch Wasservögel aller Arten. Die Weinbergwanderer haben gern diesen kleinen Abstecher in die Moselauen gemacht, um den Vogelkundler Raymond Gloden zu treffen. Der kennt das Haff wie sein eigenes Wohnzimmer. Das alles, so erzählt er, waren mal hässliche Baggerseen und Kiesgruben am Rande der Mosel. Die Natur hat sie zurückerobert und tut nun so, als wäre das hier schon immer so gewesen. Ein letzter strammer Anstieg durch die Weinberge und die Wanderer sind am Ziel. Da warten schon Winzer Schumacher und der heilige Donatus. Und natürlich wieder was zu trinken. Hallo, moin. Frank Schumacher begrüßt seine Gäste auf Luxemburgisch. Ja, herzlich willkommen hier im Völzbierg. Die Hartlach von Eis. Damit haben die Saarländer aus Perl überhaupt keine Probleme. Ihr Dialekt klingt ja fast genauso. Sie dreht von Osten über Süden nach Westen. Also wirklich alle Qualitäten von. Von Frühling bis Herbst bietet Frederik Theiss von Perl aus solche kulinarischen Weinbergwanderungen an. Und jedes Mal lässt er sich ein bisschen was Neues einfallen, was die Route, die Weine und die Häppchen angeht. Heute endet die Tour mit einem Gläschen Cremant und einem berauschenden Blick über die Mosel und Wintringen. Dieses verwunschene Schloss steht auch in Wintringen, mitten im Dorf. Das Schloss ist 400 Jahre alt. Die jungen Leute in ihren coolen Klamotten kommen ziemlich futuristisch daher. Was wird hier ausgebrütet? Und wem gehört eigentlich dieses Schloss? Unser Großvater hat es 1938 gekauft und restauriert. Dann hat mein Vater sein ganzes Leben daran verbracht, das zu restaurieren. Und ich habe es jetzt geerbt und restauriere das weiter. Und das sind Virginia Ferreira und Chris Neumann, Modedesigner. Er aus Luxemburg, sie aus Argentinien. Unterwegs zwischen London, Paris und Luxemburg. Die Fotos für die Winterkollektion ihres Modelabels Belle Sauvage haben sie hier auf Schloss Wintringen geschossen. Dann dachten wir, jetzt machen wir wirklich mal was anderes hier und gehen nicht einfach ins Studio. Wenn wir schon in Luxemburg sind, dann machen wir auch was mit Luxemburger Models und dann auch in einer Location, wo wir denken, das ist wirklich schön. Ich habe meistens in Kunst gearbeitet, also mein erster Diplom war eher künstlerisch. Danach habe ich Film studiert. Ich hatte auch immer einen Bezug zur Fotografie und Design. Und dann mit Virginia, als wir dann zusammenkamen, dachten wir, an sich haben wir jetzt sehr viele Talente hier auf dem Tisch und wir wollten irgendwie was zusammen machen. Und da haben wir gesagt, machen wir mal eine erste Kollektion. Das hat gleich so super gut funktioniert, dass es jetzt so quasi explodiert ist. Ganz schön schräg. Ganz schön Gaga. Apropos, Lady Gaga soll sich auch schon bei Belle Sauvage eingekleidet haben. Zugegeben, manchmal regnet's auch an der Mosel.
Den Lothar auf seinem Leittraktor stört das wenig. Das ist so ein schönes Exemplar von unseren drei Leittraktoren, also Oldtimer-Traktoren. Und der Hintergrund ist, dass man auf den richtigen Positionen sitzt, das Land hier anzugucken, das Vorland in der Luxemburger Mosel und die richtige Geschwindigkeit. Das alles zu betrachten, was hier zu betrachten gibt. Der Lothar hat ständig neue Blütenträume. Lässt nicht nur Touristen mit dem Trecker durch die Streuobstwiesen tuckern, will jetzt auch noch das Hanami, das japanische Kirschblütenfest, nach Luxemburg importieren. Wir sitzen mit der Familie, Freunde oder Kollegen zusammen unter den Kirschbäumen und essen und trinken. Und wir genießen es, die schönen also Kirschblüten und, also zu betrachten. Und wir feiern also die Ankunft des Frühlings. Aber passt sowas Urjapanisches auch auf eine Obstwiese an der Mosel? Lothar Wilhelm hat extra Experten aus der Pfalz kommen lassen. Das ist bestimmt sehr gut vorzustellen. Also wenn man hier so blaue Planen wie in Japan ausbreiten würde und dann entsprechend irgendwie so sein Essen mitbringt, als im Japanischen heißt es Obento, das ist so eine kleine Lunchbox. Da ist dann Reis und verschiedene feine Sachen dabei. Dann könnte man da hier ein schönes Fest bestimmt machen. Der intensivste Moment ist eigentlich dann, wenn die Kirschblüte gerade so am Runterfallen ist, weil das ist der Punkt, wo die Vergänglichkeit von dieser Schönheit der Kirschblüte ganz bewusst wird. Und von daher muss man sich immer wieder bewusst machen, wie schön der Moment ist. Und wenn es gerade eben der Höhepunkt der Blüte ist oder der Höhepunkt, die Blüte des Lebens, dann kann das ganz schnell auch durchaus vorbei sein. Hanami an der Mosel. Warum nicht? Camille Kerger mit seinen singenden Wanderern könnte bestimmt noch das passende Liedgut dazu liefern. Die Singwanderer sind inzwischen im Tal der Syr angekommen, im reizvollen, aber weniger bekannten Hinterland der Mosel. Im Kulturhaus in Mensdorf soll es noch ein großes Abschlusskonzert geben, bei dem auch die Wanderer mitsingen dürfen. Ob dazu noch die Puste reicht? Ich fühle mich schon ein bisschen müde gleichzeitig. Ja, es ist ja Freude, alles. Es gibt so einen Spruch, was man mit Begeisterung macht, das gibt Kraft. Mir geht's gut, ja, kein Problem. Ich bin ein großer Wanderfan, also Füße schmerzen ein wenig, aber sonst bin ich in Ordnung. Beeinträchtigt nicht beim Singen jetzt? Nee. Ja. Viva la Musica. Es lebe die Musik. Und natürlich der Frühling an der Mosel.